Halli, hallo, hallöchen, herzlich willkommen zurück in Enderal. In der letzten Folge haben wir ziemlich viel erfahren. Einerseits das Geheimnis von Dalgalar und auch noch das Geheimnis von Kalias Herkunft. Ja, sie war ja Dalgalars Tochter, tote Tochter, die er zum Leben erweckt hat. Was aber ein bisschen schief gegangen ist mit den schwarzen Steinen, weil schwarze Steine ja nicht so eine tolle Magie haben. Naja. Was? Und wir haben das Schwert. Das Klagelied der schwarzen Witwe. Das freut mich auch. Ich werde erstmal wieder ein paar Sachen ablegen, die ich hier genommen habe. So, einerseits die Einzelteile, die brauchen wir nicht. Leder brauchen wir nicht, das brauchen wir das nicht, das nicht, das nicht. Brauchen wir sonst auch irgendwas nicht. Ne, den Rest können wir da alles behalten. Und jetzt sind wir auf der Suche nach einem neuen schwarzen Stein und müssen hier eine Audienz bei dem Typen haben. Wir kommen aber nicht rein, also sollten wir mit dem Wächter reden. Wessen Haus ist das hier? Na, das des Königs von Althinter-Aranat und seinen 101 Lustknaben. Was soll die blöde Frage? Wenn ihr euch nicht mal sicher seid, wessen Haus das hier ist, dann habt ihr hier erst recht nichts verloren. Ich muss mit eurem Herrn sprechen. Es ist wichtig. So, so ist es das. Dann hört mir mal gut zu. Ich werde dafür bezahlt, niemanden, und zwar absolut niemanden, der nicht ausdrücklich erwünscht ist, hineinzulassen. Und wer seid jetzt bitteschön ihr, dass ihr meint, dass ich ausgerechnet bei euch eine Ausnahme machen sollte? Bitte wohl. Gut, ich gebe mich geschlagen. Verdammt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es noch Männer eures Schlages auf dieser Welt gibt. Männer meines Schlages? Was soll denn das heißen? Naja, einfache Männer mit Pflichtbewusstsein eben. Tag und Nacht steht ihr euch hier die Beine in den Bauch und das nur aus Loyalität zu eurem Herrn. Wirklich bewundernswert. Was zum Geier. Jetzt hört mir mal gut zu. Ich mache das hier, weil dieser Dalgais einen Arsch voll Gold hat und eine Menge dafür zahlt, dass ich hier Wache stehe. Ich bin dem Mistkerl überhaupt nicht schuldig. Und ein einfacher Mann bin ich schon mal gar nicht. Ich bin ein Freigeist, ein Abenteurer und keiner von diesen langweiligen Tagelöhnern. Ich reise dorthin, wo der Wind mich treibt und wo die schönen Frauen leben. Das alles hier, das ist nur ein Zwischenstopp, nichts weiter. Verstanden? Oh, dann habe ich euch falsch eingestellt. Aber ihr habt recht, wer genau hinschaut, erkennt sofort, dass ihr ein Abenteurer seid. Tut mir leid. Ich frage mich, ob er auch einen Pfeil ins Knie bekommen hat, sodass er hier keinen Zwischenstopp machen muss. Ist ja schon gut. An eurer Stelle hätte ich vermutlich auch... Ach, wisst ihr was? Wenn ich es mir recht überlege, habe ich diesem alten Aasgeier schon viel zu lang die Türklinke geputzt. Dafür bin ich eigentlich viel zu gut in dem, was ich tue. Der soll sich seine Groschen sonst wohin stecken. Macht ihr einfach, was ihr wollt. Die Wachen drin werden denken, dass ihr erwartet werdet. Aber kommt ja nicht auf die Idee, etwas zu klauen und euch dabei erwischen zu lassen. In Ordnung? Ich habe mir euer Gesicht bestens gemerkt. So einfach kann man reinkommen. Aber irgendwie habe ich wieder das Gefühl, dass die Musik so laut ist. Möge sein Licht Meister Dalgais euch? Geht einfach hoch, er ist in seinem Schreibzimmer. Danke, sehr freundlich. Küche. Was ist hier? Ein Bedienstetenzimmer. Oh. Ist aber ein schäbiges Bett. Die Schatzkammer. Da will ich ja gerne mal einen Blick reinwerfen. Vielleicht finden wir da ja auch direkt den schwarzen Stein. Ooh.
Frag mich, wie viele Götter hat. 36. Huhuhu. Stück. Schuhe, Silberbarren. Noch irgendwas Interessantes hier drin. Nee. Dann haben wir ihn wunderbar ausgeraubt. Wir haben eine Krone. Was ist eine Krone? Eine schöne Krone. Fehlen nur noch die lilanen Steine da drin, ne? Ja, bitte. Na, da komme ich nicht durch. Wer weiß, wozu man den Schlüssel gebrauchen kann. Großartig. Hallo. Ich hätte wissen müssen, dass dieser Söldner bestenfalls zum Kartoffelschälen getaugt hätte. Also, was wollt ihr? Mich ausrauben? Das würde ich mir nämlich in Anbetracht meines hochgeschätzten Keschan hier noch einmal gut überlegen. Immer mit der Ruhe. Ich will nur mit euch reden. Ach, mit mir reden wollt ihr? Ihr seid wirklich dreist, wisst ihr das? Aber schön. Ihr habt Glück, dass ich diesen Charakterzug an Menschen mag. Dann sagt mal, was ihr mir so Dringendes mitzuteilen habt. Und fasst euch kurz. Es geht um die schwarzen Steine. Mir wurde gesagt, eine davon befand sich lange Zeit im Besitz eurer Familie. Könnt ihr das bestätigen? Was? Nein, da müsst ihr euch täuschen. Ich weiß nichts von einem schwarzen Stein. Und jetzt raus hier. Aber es hieß, dass euer Vater... Es ist mir egal, wie es gehießen hat. Verflucht nochmal. Und jetzt kusch zurück in die Küche, Weib. Wenn es nach mir ginge, dürften Frauen ohnehin kein Schwert am Gürtel tragen. Eine Schande, was aus unserer Gesellschaft geworden ist. Bitte? Keschan, bring meinen Gast vor die Tür. Und sorg dafür, dass er dort bleibt. Bitte? Ich soll nicht... Okay, der hat's eindeutig verdient, dass ich ihn ausgeraubt habe. Eindeutig. So ein Ass. So viele fremde Gesichter. Na, das ist doch schön. Ich wette, der hat eine Hintertür, ne? Die haben wir ja schon mal gesehen. Ich darf unter keinen Umständen in das Blickfeld einer der Wachen gelangen oder aufhören zu schleichen. Mit etwas Glück könnte ich an ihnen vorbei in den zweiten Stock und dort in eines der unbewachten Zimmer gelangen. Ich bin gerade echt froh, dass ich Schleichen geskillt habe. Ich wurde entdeckt, okay. Na komm, geh. Geh nach vorn. Danke. Wir
Besser, ihn auf die Tür zu machen. Nicht, dass er mir folgt. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Oh, ein Teleskop hat er. Ich glaube, durch die dreckigen Fenster wird er nicht so viel sehen können. Statue der lichtgeborenen Irlanda. Das Geräusch eurer Schritte hat euch verraten. Ihr solltet schleichen. Yay. Wartet, ich habe doch gespeichert da oben, ne? Ja. Was, wenn ich das alles nochmal mache? Ich dachte, wenn ich in einem Zimmer bin, dann würden sie mich vielleicht nicht hören. Dumm von mir, das zu glauben. Ich will die Statue haben. Zwischen Unrat und Rotmacht. Wow, wow! Voran die Flotte! Immer weiter, voran! Mit Ruhm und Ehre! Die Lanzen voraus, die Schwerter in Körper treiben. Man muss halt sehen, wo man bleibt. Dasselbe Spiel. Von Tag bis Tag. Welch Kunst! Ah, einmal übers Haus geklettert. Ein Weg finden, unbemerkt in das Haus zu gelangen, etwas finden, um der Geist unter Druck zu setzen. Hier sind ganz schön viele Kinderspielsachen. Schlüssel? Geburtsurkunde! Rhenius Sargeis, geboren am 15. Tag der Ankunft 8227 nach Sternfall. Vater Ketarun Sargeis, Mutter Lilia Era, Kirschnes Tochter. Komplizierter Name. Dein Licht scheine auf ihn, gezeichnet Judup Tengor Apothecarius. Haha, hi, da bin ich wieder. Was zum Henker? Wie seid ihr hier wieder reingekommen? Ich habe keine Ahnung, was ihr mit eurem kleinen Einbruchsschauspiel erreichen wollt. Aber ich schwöre euch, dass ihr kurz davor seid, mich richtig wütend zu machen. Also raus hier. Habt ihr mich verstanden? Ey, du hast mich auch schon wütend gemacht. Ich habe euch verstanden, aber ich komme nicht drum herum, mich zu fragen, warum ihr die Geburtsurkunde eines Sohnes habt, obwohl ihr doch als kinderlos geltet. Was? Gebt das sofort her, oder Keshan wird euch auf der Stelle eure dreckigen Pfoten abhacken. Das soll er nicht wagen. Das sollte er sich gut überlegen. Ich bin sicher, mein Auftraggeber wird seine eigenen Schlüsse aus meinem Verschwinden ziehen. Euer Auftraggeber? Tja, ihr macht mir doch was vor. Ich könnte euch hier und jetzt töten lassen und niemand würde euer Verschwinden bemerken. Ich glaube, der alte Arantia wäre damit nicht so glücklich. Ihr könnt es ja darauf ankommen lassen. Ihr. Na schön. Also was wollt ihr von mir? Wenn es euch lediglich darum gehen würde, mir zu schaden, wärt ihr mit der Urkunde nicht zurückgekommen. Ich schlage euch einen Handel vor. Ich sage euch, was ihr wissen wollt. Und ihr behaltet das mit dem Kind für euch. Und glaubt mir. Wenn ihr euch nicht an unsere Abmachung haltet, werde ich dafür sorgen, dass man euch findet. Wie auch immer, ich will die Wahrheit über den schwarzen Stein. Das war abzusehen. Gut. Also, es ist zwar wahr, dass sich der Stein früher in meinem Besitz befand, aber es ist auch wahr, dass ich ihn mittlerweile nicht mehr besitze. Das Ding, dessen Geburt dieses Stück Papier in euren Händen bescheinigt, hat ihn, wenn es denn noch lebt. Das Ding. Also der Typ macht sie nicht gerade sympathischer. Moment, euer Sohn hat den schwarzen Stein?
Ey, und das Grinsen auch noch dazu. Ich könnte ihn schlagen. Nennt ihn nicht so. Dieses Ding verdient es nicht, den Namen der Familie zu tragen. Aber, ja, das Kind hat ihn. Wenn ihn überhaupt noch jemand hat. Ich fürchte, ich muss etwas weiter ausholen. Es war vor 7 Jahren, mit meinem alten Weib. Zuerst glaubte ich, es handle sich um eine Fügung des Schicksals. Aber als ich sah, was sie da geboren hatte... Dieses Kind war eine Abscheulichkeit. Das war alles. Nur kein würdiger Nachkomme für das Geschlecht der Dalgais. Eine Abscheulichkeit? Ihr wollt sagen, euer Kind war missgebildet? Missgebildet? Das wäre die Untertreibung des Jahrhunderts. Er hatte Geschwüre im ganzen Gesicht. Und sein linkes Bein war ein einziger Klumpen. Der Apothekarius meinte, dass es ein Wunder sei, dass er die Geburt überhaupt überlebt hatte. Was habt ihr mit ihm getan? Ich habe ihn fortgegeben. Und bitte tut mir einen Gefallen und behaltet eure Entrüstung für euch. Ihr würdet meine Beweggründe nicht verstehen, selbst wenn ich sie euch erklären würde. Weil ich mir ganz sicher bin, dass deine Beweggründe scheiße sind. Und was hat eure Gefährtin dazu gesagt? Was soll sie schon dazu gesagt haben? Sie hat natürlich geweint, wie ein Sturzbach. Aber es war das einzig Richtige. Außerdem ist sie ohnehin nicht mehr. Wo habt ihr ihn hingebracht? Nirgendwohin. Das hat jemand für mich übernommen. Ich habe eine Menge gewissensloser Menschen kennenlernen dürfen, aber ihr gebt dem Wort eine neue Bedeutung. Ach, kommt mir nicht mit der Leier. Meint ihr etwa, dieser Kreatur wäre ein schönes Leben hier in Ark beschert gewesen? Geht doch mal in die Unterstadt und seht euch die Fleischmadenkranken mit ihren entstellten Gesichtern an. Nein. Die einzige Perspektive dieses Kindes wäre ein Leben als Kuriosität in einem Wanderzirkus gewesen. Im Nachhinein bedauere ich es, dass ich ihn nicht habe töten lassen. Das wäre gnädiger gewesen. Und wie ist euer Sohn an den Stein gekommen? Dieses Grinsen, Alter! Mein Weib hat ihn aus der Schatzkammer gestohlen und dem Jungen mitgegeben, bevor er weggebracht wurde. Vermutlich hielt sie ihn für einen einfachen Edelstein und dachte, er könne ihn verkaufen, wenn er älter wäre. Aber mir war es ohnehin recht. Den Stein zu kaufen war ohnehin die größte Narretei, die mein Vater jemals begangen hat. Jeder weiß doch, dass mit diesen Steinen etwas nicht stimmt. Und vermutlich war das Einzige, was mich davon abhielt, ihn schon vorher zu entsorgen, eine Art Pflichtbewusstsein gegenüber meinem Vater. Und weil ihr ohnehin fragen werdet, soweit ich weiß, hat man das Kind irgendwo im Südosten der Pulverwüste aussetzen lassen. In einem kleinen Dorf namens Silberhain. Und wenn dieser Stein noch existiert, dann findet ihr ihn vermutlich dort. Und jetzt her mit dem Pergament. Und dann verschwindet. Ich habe meinen Teil der Abmachung gehalten. Hier, nehmt es und entsteckt an euren eigenen Hass. Ich werde dran denken. Kann ich nochmal rein? Kann Tatsache nochmal rein? Mal sehen, ob's klappt. Habe ich mich unklar ausgedrückt? Raus hier! Warum geht das nicht? Hätte ich Kopfgeld dafür bekommen? Nein. Versuch was wert.
das Spiel jetzt irgendwie verbuggt? Einsam sitzt sie an dem Wegesrand. Ist das nicht schön? Anstatt die Straßen zu sichern und dieses Land zu führen, buddelt der neue Großmeister in der Erde herum und lässt irgendwelche heidnischen Maschinen im Sonnentempel bauen. Ein Narr, wer da misstrauisch wird. Madame? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Naja, es gibt immer mehr Fälle von dem roten Wahnsinn. Vor allem in der Unterstadt oder den ärmeren Gegenden. So langsam sollten die Apothekarii oder der Heilige Orden mit ihrem Heilmittel wirklich in die Pötte kommen. Malfas, verzeih meine Worte. Dir sei verziehen, du hast ja recht. Dummerweise gibt es keine Heilung. Was war die Mann? Wir müssen nach Silber heilen. Müssen wir nach Dünheim und dann einmal hier hoch. Dann teleportieren wir uns am besten mal. Irgendwann muss man sich halt einfach damit abfinden. Ja, ja. Ich bin noch nie diesen Weg hier entlang gegangen. Oh. Da habe ich eine große Erkundungstour gemacht und dann habe ich das hier vergessen. Dann hole ich das nochmal nach. Eigentlich hiermit passiert, dass das alles so schräg ist. Und irgendwie finde ich das richtig gruselig, dass die Tür sich nur so weit öffnen lässt und dahinter alles schwarz ist.
Tut mir leid, aber das sogar ist wieder so eine kleine Entdeckungskur. Entdeckungskur, ja. Entdeckungstour, meinte ich. Immerhin waren wir ja hier noch nicht. Und ich will wissen, was das da hinten ist. Ob da nur eine kleine Insel ist. Oder ob sich da noch irgendwas drauf befindet. Was ist das? Schneit es? Es schneit. Baba? Komm ich wenigstens hier irgendwie rauf? Na, da ist die Insel der Chor. Das ist seltsam, dass es hier schneit. Dann schwimmen wir mal wieder zurück. Mekrans Haus. Der hatte ganz schön viele Flaschen. Ah ja. Die Verlorenen durften nicht fehlen. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, dass ich diesen Ort wirklich sehr gruselig finde. Hat du einen Schlüssel? Wo war die zweite Lache? Da. Hat du einen Schlüssel? Nee. Ich meine, was hier passiert, dass das alles so nach unten gesackt ist, weil das Erdbeben, hier brennt noch irgendein, was, eine Explosion?
Weil so wie es aussieht, war das wohl hier alles mal nach oben wie so eine... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wie ich es mir vorstelle. Wie so eine Art Klippe und dann wurde das hier gesprengt, sodass es alles runtergekracht ist. Macht das Sinn? Ja, hier sind noch mehr Bruchspuren. Pulverklappe entdeckt. Ja, das sieht sehr danach aus, dass es hier eine Explosion gab. Wahrscheinlich auch direkt hier. Wie versorgen die sich? Ah, Tiere sind eigentlich ziemliche Versorgungskünstler. Die können fast überall überleben. Megran Eisenfurt. Kaide, ich bin immer noch beunruhigt. Seitdem wir dich zum Vorarbeiter ernannt haben und ich Megran, brütet er etwas aus. Ich spüre es. Man hat ihn zum Abwasserkanal am Strand gehen sehen, von wo die alten Erdlagerschächte erreichbar sind. Sieh dich am besten dort um. Ich glaube, wir haben noch einen Schlüssel in der alten Festung. Im unguten Fall hortet Megran Pulver, um es an Wegelose und Banditen zu verscherbeln. In der alten Festung. Okay, da kann ich nicht hoch. Ein Versuch was wert. Notiz. Gestern Nacht habe ich Megran dabei beobachtet, wie sich hat volllaufen lassen und ein Fässer vom Strand zum umgekippten Turm gebracht hat. Hab doch schon immer gesagt, dass mit dem Kerl was nicht stimmt. Er ist noch hier. Oh, das ist gruselig. Das sieht mir fast nach Schwarzpulver aus. Ja, im Vorarbeiterhaus war ich drin gewesen. Ich habe jetzt leider keinen Schlüssel gefunden. Entweder war ich den jetzt eben zu doof zu suchen. Oder er war nicht mehr da. Alte Festung. Nee, da werde ich nicht runterfallen.
Lieferschein. Lieferung von 1 Tonne Schwarzpulver an die goldene Sichel am Kontor der Sichel zu übergeben. Lieferung von 2 Tonnen Schwarzpulver an den Heiligen Orden am Hafen von Ark zu übergeben. Ich will mal was ausprobieren. Wenn ich hier mit Feuer rangehe, explodiert irgendwas? Nein. Schade, es hätte ja sein können, ne? So, habe ich hier unten alles gesehen? Wahrscheinlich nicht. Da hinten, das sieht mir nach einer Leiche aus. Da sehe ich auf jeden Fall Blut. Maugor. Er hatte eine Karotte im Inventar. Lieferschein. Lieferung von 1 Tonne Schwarzpulver an, die goldene Sichel am Kontor der Sichel zu übergeben. Kurek? Dein Brot nehme ich mal. Da noch was? Nee. Seltsam, seltsam. Kanal der Pulverkrippe. Geh mir da mal rein. Wie komme ich hier hoch? Da oben. Verwesener Verlorener. Das hört sich ja nicht so lecker an. Du solltest hier vielleicht nicht mit Feuer rumspielen, wenn hier Gas drin ist. Oder ist hier überhaupt Gas drin? Eben hat so komisch geflimmert, so als wenn hier Gas drin wäre. Benötigt einen Schlüssel, ich fasse es ja nicht. Hat einer von euch den Schlüssel? Ach verdammt. Der Schlüssel ist bestimmt da irgendwo drin. Die haben von der Festung gesprungen. Die einzige Festung ist vielleicht das Gebäude. Vielleicht muss ich da nochmal rein und nochmal genauer gucken. Und ja, das wohnt mich jetzt. Ich möchte herausfinden, was das hier für ein Ort ist. Das lenkt mich auch ganz gut von meinem Zorn gegenüber diesem blöden Adeligen ab, der einfach sein Kind weggegeben hat. Ah. Nochmal in jede Kiste schauen, gucken. Da ist nix. Hier drin? Ah, schon wieder so eine gruselige Tür. Festung. Also wenn, dann muss ich ja irgendwo hier der Schlüssel befinden. Kanalschlüssel, ja.
wie ich den eben übersehen konnte. Also wirklich. Wir sind dem Geheimnis auf der Spur. Die Palme schwebt in der Luft. Ich frage mich, wie man das angestellt hat. So von unten heraus abgesägt, Wurzeln rausgezogen und dann den Rest einfach hingestellt? Vielleicht irgendein telekinetischer Zauber, der das machen kann. So, jetzt bin ich sehr gespannt, was uns hinter dieser Tür erwartet. Bin ein bisschen sehr aufgeregt. Eine Ratte! Hallo! Noch mehr Schwarzpulver. Die sieht tot aus. Der sieht nicht tot aus. Der sieht aber aus, als würde er vom roten Wahnsinn besessen sein, wenn man sich die roten Augen so ansieht. Ein magisches Symbol. Hallo, Nummer 62. 64. Stimmt ja, wir hatten extrem viele magische Symbole gefunden. In dem Schloss. Voll vergessen. Megran Ivanford. Kann ich mit dem reden? Was? Wer? Ihr? Wo ist euer Fleisch? Ihr habt kein Fleisch. Ihr habt kein Fleisch. Hey. Ah, ein Schild. Ah, verstehe. Fernleser, Haube des Tribunals. Eterner Arschnitt. Ich wollte Eterner Arschnitt sagen. Flammenmauer, nicht schlecht. Hast du schon jemals das Buch mit dem Flammenmeer gefunden? A God of Fire that does 10 points of fire damage per second and that place a fire barrier at the floor which does 20 fire damage per second on the target. Warum auch immer das auf Englisch war. Leandra Eisenfurt. Oh Gott. War das deine Frau? Hast du deine Frau ermordet? Rote Lampen. Habe ich schon mal verraten, dass ich seit Morrowinds immer so ein bisschen ein beklemmendes Gefühl habe, wenn ich rote Lampen sehe. Weil in Morrowind gab es diesen Kult von Dagos Ur und all seine Anhänger haben die Höhlen, in denen sie gehaust haben, alles mit roten Lampen zugedeckt. Und dieses rote Licht ist so für mich das Markenzeichen. So, da sind Dagos Ur-Anhänger und teilweise sahen die auch sehr, sehr, sehr gruselig aus. Das ist so ein kleines Kindheitstrauma. Und deswegen bin ich jedes Mal so, rote Lampen, boah, da kommt was Gruseliges. Ja, und das sieht auch so ein bisschen gruselig aus. Gibt's hier noch irgendetwas anderes als ein Altar voll Blut? Irgendwas, was ich übersehen habe. Nein, sieht nicht so aus.
Ah ja, hier war ich ja drin. Hier war ja das magische Symbol. Okay, dann haben wir das Geheimnis auch gelüftet. Ich freue mich. Auch etwas, was ich noch nie gesehen habe. Weil das Küken immer zu faul war, in den anderen Spielständen sich mal richtig umzuschauen. Ich bin nämlich eigentlich so ein ganz ungeduldiger Spielertyp. Also, wenn mich eine Geschichte fesselt, dann will ich die Geschichte so schnell wie möglich durchhaben. Und dann halte ich mich meistens nicht damit auf, irgendwie mich mal größer umzuschauen. Und das Spiel stockt gerade. Ich frage mich, warum das Spiel gerade stockt. Spiel, bitte, geh weiter. Wir waren so gut dabei gewesen. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal gespeichert habe. Aber Gott sei Dank gibt's Autospeichern als eigentlich immer, wenn wir rausgehen. Ja, also das Spiel will nicht weitergehen. Ich denke mal, dann wird das jetzt so das Ende der Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn das Spiel wieder hoffentlich flüssig läuft. Bis dahin wünsche ich euch gleich mal Schönes. Wir sehen uns. Baka!